So, heute beschäftigen wir uns mit der Bildungsenthalpie und der sogenannten Reaktionsenthalpie und dafür brauchen wir den sogenannten Satz von Hess. Kommen wir zur Aufgabenstellung. Harnstoff Urea NH22CO als Feststoff verbrennt in reinem Sauerstoff zu Stickstoff, flüssigem Wasser und Kohlendioxid. Die Reaktion seht ihr hier angegeben und diese besitzt pro Formelumsatz eine Standardreaktionsenthalpie von der Verbrennungsenthalpie minus 632,1 Kilojoule pro Mol. Die beteiligten gasförmigen Stoffe verhalten sich dabei ideal. Der Aufgabenteil A besteht daraus, aus diesen Angaben und den Tabellenwerten im Anhang die molare Standardbildungsenthalpie Delta FH von Harnstoff zu berechnen. So, kommen wir erstmal zum Satz von Hess. Dieser besagt, dass, also dieser wird benötigt zur Berechnung von Enthalpieänderungen. Dabei ist die Enthalpieänderung Delta H die Summe der Enthalpieänderungen der einzelnen Prozessschritte. Das bedeutet, die Standardbildungsenthalpie entspricht der Differenz der Standardbildungsenthalpien der Produkte und der Edukte. Hier in der Formel auch angegeben, wobei die Produkte blau markiert sind und die Edukte orange markiert sind, auch im Folgenden, um es einfach deutlicher zu machen. In unserem Beispiel haben wir einmal die Verbrennungsenthalpie angegeben. Dies ist gleichbedeutend mit der Reaktionsenthalpie, also minus 632,1 Kilojoule pro Mol. So, kommen wir zur Berechnung. Durch die Formel von oben, durch den Satz von Hess, können wir dieses nun alles in eine Zeile aufschreiben. Dabei wird zuerst die ganzen Produkte aufgeschrieben, minus die ganzen Edukte. So, da wir aber die Bildungsenthalpie von dem Harnstoff haben möchten, also dem orange markierten NH22CO als Feststoff, müssen wir die gleiche noch umstellen. Und da haben wir dann diese Formel. Wir haben jetzt auf der linken Seite einfach die Bildungsenthalpie von Harnstoff stehen, während auf der anderen Seite dann die Produkte stehen, minus dann dem Rest, den wir nicht brauchen, der Edukte, also dem O2, minus dann die Bildungsenthalpie, beziehungsweise die Reaktionsenthalpie, beziehungsweise auch Verbrennungsenthalpie, minus 632,1 Kilojoule, die ja auch angegeben war. Die benötigten Standardbildungsenthalpien, also in Aufgabenteil A, O2 gasförmig, N2 gasförmig, H2O flüssig, CO2 gasförmig bei 298,15 Kelvin, sind der Formelsammlung zu entnehmen. Es fällt auf, dass die Bildungsenthalpie für Elemente in ihrer stabilen Form gleich 0 sind. Um die Berechnung zu vervollständigen, werden die Werte von der vorherigen Folie eingesetzt, sodass sich Folgendes ergibt. Das Endergebnis beträgt am Ende minus 333,07 Kilojoule pro Mol. In Aufgabenteil B geht es um die Berechnung der Reaktionsenthalpie für die Verbrennung von Harnstoff zu gasförmigem Wasser. Hier ist darauf zu achten, dass es um gasförmiges Wasser geht und nicht mehr wie in Aufgabenteil B um flüssiges Wasser. Aus diesem Grund ändert sich auch die Bildungsenthalpie, die eingesetzt werden muss, von Wasser. Die Berechnung erfolgt wieder nach dem Satz von Hess, den wir aus Aufgabenteil A bereits kennen. Diesmal wird jedoch die Reaktionsenthalpie berechnet. Das heißt, das Ganze sieht einmal so aus. Es werden Produkte minus Edukte wieder gerechnet. Die einzelnen Bildungsenthalpien werden eingesetzt. Darauf zu achten, dass man die gasförmige Enthalpie nimmt und die Bildungsenthalpie des Harnstoffs haben wir in Aufgabenteil A berechnet, sodass wir als Endergebnis auf minus 544,08 Kilojoule kommen. Viel Erfolg bei der Klausur und viel Spaß beim Nachrechnen.